Köln, in der 17. Staffel, Let's Dance, tanzt sich momentan Sophia Luisa Lewe, besser bekannt als Lulu Lewe, von Runde zu Runde. Während die Sängerin hofft, mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinato die Jury zu überzeugen, möchte sie auch mehr zu sich selbst zu finden. Denn die 32-Jährige hat mit starken Selbstzweifeln und hohem Druck zu kämpfen, auch wegen ihrer Schwester Sarah Connor. Durch ihre Teilnahme bei der RTL-Tanzshow will Lulu Lewe es endlich aus dem Schatten ihrer großen Schwester herausschaffen. Let's Dance-Kandidatin Lulu Lewe bricht Schweigen über Schwester Sarah Connor. Die Ähnlichkeit von Lulu Lewe und Sarah Connor ist unverkennbar. Außerdem dürfte der Anblick von Lulu Lewe bei einigen Let's Dance-Zuschauern etwas Nostalgie auslösen. Immerhin war die Kandidatin der Tanzshow bereits mit 9 Jahren im Musikvideo zu From Sarah with Love zu sehen und später auch fester Bestandteil der Reality-Show Sarah Mark in Love. Nach einer längeren Pause, in dem Lulu Lewe sich auf ihr Studium und Privatleben fokussierte, kam sie 2023 mit neuer Musik zurück. Auch hier suchten viele Menschen den Vergleich zu Sarah Connor, einer der erfolgreichsten Sängerinnen in Deutschland. Lange sprach Lulu Lewe nicht über das Verhältnis zu ihrer großen Schwester, auch Familienfotos wurden zur Seltenheit. Nun bricht die Let's Dance-Kandidatin jedoch ihr Schweigen. Mehr als nur die kleine Schwester von Sarah Connor, was sich Lulu Lewe durch Let's Dance erhofft. Ich wünsche mir natürlich, dass Zuschauer sehen, dass ich mehr bin als nur die kleine Schwester von Sarah Connor, so die 32-Jährige ganz offen in einem Interview mit Gala RTL. Sie hoffe, dass Zuschauer sie als Lulu wahrnehmen, als eigenständige Person, die selbst voller Ehrgeiz steckt. Wie hoch der Druck durch so eine berühmte Schwester ist, hat die Let's Dance-Kandidatin bereits früh gespürt. Spätestens seit sie 2008 ihre erste Single, Crush on You, herausbrachte. Seitdem stand ich eigentlich immer im Schatten meiner Schwester. Vor allem jetzt, wo ich wieder Musik mache, kommt das hoch, sagt Lulu. Lulu Lewe wegen Sarah Connor unter hohem Druck. Sogar Massimo fiel es bei Let's Dance auf. Bei Let's Dance wird die 32-Jährige stark mit ihren Selbstzweifeln konfrontiert, sagt sie weiter. Sie achte nun mehr darauf, wie sie mit sich selbst umgeht. Einen großen Teil dazu hat wohl ihr Tanzpartner Massimo beigetragen. Lulu, warum denkst du eigentlich immer, dass du nicht gut genug bist? Habe der Profitänzer und Mann von Rebecca mir sie einmal während den Proben gefragt. Daraufhin sei sie in Tränen ausgebrochen. Erst da habe sie gemerkt, wie hart sie eigentlich zu sich selber ist.